Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Hier kommen wir nicht rein. Revelio. Gut. Da wir hier. Wieder mal auf Abenteuertour? Naja. Ich will Karte von Hogsmeade. Und zwar gehen wir am besten dahin. Moment, was ist das? Ah, das war ein Sightseeing-Tour. Oder Sightseeing-Objekt. So. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Da. Wer mit Avada Kedavra Gutes bewirken will, gehört nach Azkaban. Bevor Sie fragen, ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn Ihre Füße riechen, müssen Sie sich etwas anderes überlegen. Okay. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Oh. Aber ich glaube, wir kaufen nichts. Das wurde nicht entdeckt, deshalb... Alles, was schlechter ist, als was wir haben... Wer hat die weggemacht? Ja, wir brauchen einfach den Platz. Wir müssen mehr Merlin-Rätsel lösen. Der Platz ist einfach zu begrenzt. Okay, gut. Nicht verkaufen. So, danke schön. Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen. Ja, für Mode. Was? Das war ein Mantel, oder? Genau. Dann können wir das ver... Ja, können wir rumlaufen. Vorerst. Zeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. So, das hier müssen wir... Ja. Versuchen... Sie haben ein gutes Auge für Mode. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Ja. Mein Vater lehrte mich stets den Zauber. Gut, ab zurück nach Hogwarts. Wir waren ja in der großen Halle. Die sind um für Süßes. Ja, kann man das verfolgen? Und dann große Halle. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flucht war. So. Hier in der Nähe, aber zuerst hier. Lumos. Knapphut. Ja, das war vorhin, aber nicht da, oder? Und da habe ich es einfach nicht gesehen. Ja, aber hier gibt es eigentlich genug Licht. Warum wird die Motte nicht von diesem Licht angezogen? Revelio. Ja. Ah, hier sind die Hauspunkte. Ein Stundenglas mit Hauspunkten. Diese großen, verzierten Sanduhren, die Rubine, Diamanten, Saphire und Smaragde enthält, sind so verzaubert, dass sie stets die jeweilige Hauspunkte für Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin anzeigen. Also Moment. Okay, wir sind Saphire. Diamanten für Hufflepuff? Sind Diamanten nicht transparent? Revelio. Und. Aha. So. Der Hogwarts-Architekt.
Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig wandelnden Grundrisses zugeschrieben wird. Okay. Ah. Revelio. So. Türen 1 ist 2 plus Demigeist. Und beim anderen ist 5. Und 5 ist die 5 Spinnen. Revelio. Ist das die bucklige Hexe? Gang zum Honigtopf. Hinter der Statue einer einäugigen Hexe verbirgt sich ein Geheimgang von Hogwarts zum Keller vom Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Okay, hier waren wir aber schon mal. Revelio. So. Hier unten waren wir noch nicht. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Okay, ich habe vergessen, was die Zahl war. Moment. Okay, 5. Ah ja, genau, 5. Die 5 beinige Spinne. Okay, hier ist nichts. Irgendwo muss dieser liegende Schlüssel sein. Aha. Revelio. Ihre spirituellen Führer versuchen sie zu kontaktieren. Ich spüre sie überall. Ah, da. Accio. So geht das. Gut. Wir wollen ja nach oben gehen. Revelio. Aha. Es klingt so, als würden wir näher kommen. Da oben. Deine Motte. Revelio. So. Wir sind noch nicht auf dem Stockwerk. Genau. So, zwei Sachen nebeneinander. Okay, gut. Und sorry, ich dachte. So, bam. Eine weitere Hausmarke. Was haben wir hier? Revelio. War das alles? Oh, schade. Gut, dann gehen wir hier rein.
Und da haben wir noch ein Schloss. Levioso! Genommen. Revelio. Und nochmal. Der Hogwarts-Wappen, oder? Ja, Hogwarts-Wappen. Das Wappen von Hogwarts zeigt einen Löwen, eine Schlange, einen Adler und einen Dachs. Die Tiere stehen jeweils für eins der vier Häuser, sowie das Symbolmotto Dracus Domins Nunquam Titilandus. Was so viel bedeutet wie Kitzel niemals einen schlafenden Drachen. Revelio. So. Ja. Hier und rüber. Komm. Sehr gut. Haben wir sonst noch was hier? Revelio. Ich würde gerne Briefe von zu Hause bekommen. Ich will wissen. Ja, es klingt so, als kommt es von der. Oh, das ist eine Truhe. Lumos. So, und zack. Sehr gut. Revelio. Oh, das dort unten haben wir ja noch nicht, oder? Nee. Incendio! Accio! Revelio! Incendio! Aha! Accio! Revelio! Ja, hört man. Das ist schon wieder ein Schlüssel. Levioso! So. Revelio! Und jetzt folgen wir dem Schlüssel. Okay. Hier ist er also. Ja, und komm. Rüber. Sehr gut. Revelio. Können wir nicht aufmachen, wir brauchen immer noch den Zauber. Aber hier waren wir schon mal. Wie das verwinkelt ist. Interessant. Wir kommen ja von hier. Revelio. Haben wir eigentlich die Truhe da oben genommen? Ja. Aber sind sonst nirgends hin. Gut. Man hört nichts mehr. Aber so ein Rascheln. Revelio. Ja.
aufmachen und hier. Hier in der Nähe ist es. Revelio! Hier drin? Ja. Sliverin Waschbecken. In einer der Kupferwasserhähne dieses scheinbar gewöhnlichen Waschbecken auf der Mädchentoilette ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Okay. Revelio. Interessant. Und dass man ins Mädchen Klohaus rein muss. Interessant. Out of order. Aha. Tatsächlich also jemand gemütlich gemacht. Na gut, wie sieht es dann hier aus? Okay. Revelio. So, da sind die Slytherins hier Lumos. In der Nähe. Revelio. Wir sind hier. Das was von Slytherin. Hier kommen die Slytherins rein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Revelio. Ja. Und woher ich das weiß, das ist ganz einfach. Ich habe in einem Video mal gesehen, als die Dinge vorgestellt wurden, als die Häuser vorgestellt wurden, dass bei das hier rauskommt und die Tür bildet. Und nicht nur das, diese Truhe sieht aus wie eine Haustruhe. Deshalb wusste ich, oh, Moment mal, das ist eine Haustruhe. Wir sind hier im Kerker. Das ist der Slytherin-Kerker. Revelio. Mit anderen Worten, wir sind hier bei Slytherin. Revelio. Gut. Kelpia-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beinahe beheimatete Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann. Gewöhnlich die eines langmännigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Okay. Revelio. Ah, Hogwarts erkunden macht schon Spaß. Aber wir sollten uns nicht aufhalten lassen. Verdammt. Lumos. Sollte hier eigentlich mit der Lumos durch die Gegend watscheln. Hier ist es nicht. Wir suchen einen Ort, an dem solche Statuen stehen. Solche. Das hier, da vorne ist es ja schon. Komm her. Falscher Zauber. Oh, und wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Stufe 21. Ah, von hier kamen wir. Ich wollte gerade sagen, wo geht das denn hin? Revelio.
Revelio. Nee, das ist ein Schloss davor. Das können wir nichts machen. Das gleiche gilt für hier und hier auch. Mein Gott, überall diese Schlüssel. Diese Schlösser. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ja, gehen wir wieder nach oben. Revelio. So. Dann haben wir hier alles entdeckt, was wir entdecken müssten. Hallo, ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Hey, Gareth. Ja. Eine interessante Schulstunde. Du hast mich gerufen, Gareth? Eine interessante Schulstunde. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Keine Ursache, dass mir Ärger eingibt. Nö, keine Ursache. Professor Sharp war verärgert, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Oh, das war nicht die... Ah, okay, hier. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. So. Nachdem du mich schon mit der Fußballfeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei? Solltest du nicht lernen? Ah, du und deine Brauerei. Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Oh, gerne. Das klingt irgendwie falsch. Ein Geheimgang? Das ist genau mein Ding. Genau. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss brauchen könnte. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Okay. Ist das nicht Diebstahl? Willst du etwa, dass ich sie stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann das nicht jemand kaufen? Ja, eigentlich könnte man es kaufen, oder? Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Okay, ich versuch's. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als erster mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. War das gerade eine Drohung? Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln für Gareth besorgen, damit er sein Gebräu fertigstellen kann. Ja. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Wir waren ja schon da. Und zwar genau hier. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Descendio. Descendium. Oder Descendium. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Okay, ich wollte sie gerade auf anzünden. Ein Aufzug. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Ja. Wie heißt das? Akio. Ah. Ja, Lumos. Nein, Reparo. Das scheint gewirkt zu haben. Ja. Also der Trick
müssen wir beherrschen. So. Lumos. Genau. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Lumos. Nee. Okay. Dann runter mit uns. Genau, Descendium. So heißt ja die Quest, oder? Descendium für Süßes. Oder irgendwie sowas. Ich dachte, wir lernen den Zauberspruch Descendium. Das ist ja kein Zauberspruch. Kein echter Zauberspruch. Das ist nur das Passwort. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Revelium. Ja, nichts verpasst. Gut. Aha. Und wer baut eigentlich einen Geheimgang zum zum Honigtopf? Incendium! So. Revelio. Ah, die Frösche, die singenden Frösche. Gut, wenn, Moment. Wenn das der richtige Weg ist, wo führt denn der andere in der Weg? Ah. Ja. So, draufstellen. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Oh. Wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Ah. Ich mache einen Fehler. Levioso. Ja. Ich habe die zwei Zauber verwechselt. Ich muss irgendwie daran vorbeikommen. So, zuerst einmal gehen wir da runter. So. Wir können hier noch nichts einfrieren. Revelio. Sonst gibt es hier nichts mehr. Kann es sein, dass hier irgendetwas ist? Nein. Gut. Dann raus mit uns. Das ist hier Reparo. Reparo. Und Levioso. Levioso. So. Kommt auf diese dämliche Incendio. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Ja. Reparo. Levioso. Hey. Irgendetwas steht der Plattform im Weg. Revelio. Aha. Akio. Jetzt, oder? Levioso. Oh. Ha, das hat geklappt.
Revelio. Können wir eigentlich den Zauber Levioso auch auf uns platzieren, wenn wir überspringen? Also Sprung, Levioso und dann rüberschweben. Hier muss der Ausgang sein. Zuerst hier rüber. So. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Gut. Incendio! Revelio! Das ist nicht schwer. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Honigtopf. Aber haben wir alles, was wir brauchen? Honigtopf. Auf geht's nach Hogsmeade. Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Lumos. Hä? Revelio. So. Ah, da drüben sind sie. Gut. Ich hab die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir kaum vorstellen, wie sein neues Rezept wohl wird. Okay. Lärm machen bringt nichts. Okay. Kommen wir jetzt direkt nach Hause oder müssen wir den Weg zurücklaufen? Den Weg zurücklaufen. Warte. Ist es gewünscht, dass wir den Weg zurücklaufen oder können wir uns einfach zurückporten? Lauf mal zurück. Ich wollte eigentlich mich zurückporten, aber ich glaube, das will nichts verpassen. Und es macht Spaß. So. Revelio. So, wir sind da. Und rennen raus. Gut, dann raus mit uns. So, dann haben wir wieder eine Aufgabe erledigt. Entlang. So. Hallo. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Was ist meine Bezahlung? Das war aufwendiger als gedacht. Ich hätte gerne eine Gegenleistung. Klar, mit so viel Mühe hätte ich nicht gerechnet, aber ich bezahle dich gerne. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Okay. Und was haben wir bekommen? Okay. Sammlung schließt neben 300. Nicht schlecht. So. Wir waren hier eigentlich etwas anderes dran. Revelio.
Ohne. Oh, ich sehe gerade, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.